Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde ja von sehr vielen besorgten Bürgern immer wieder mal gefragt, warum eigentlich immer alles so ist, wie es ist. Und da sage ich dann immer, ja, weil es eben so ist, wie es ist. Und genauso ist es auch mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen, dem TTIP. Das wird kommen, trotz aller Unkenrufe und Proteste. Und wenn es dann mal da ist, dann ist es so, wie es ist. Und es ist auch gar nicht so schlimm, wie immer getan wird. Da ist ja viel Gutmenschen. Propaganda dabei. Man könnte ja gerade meinen, seit die DDR untergegangen ist, hätten wir hier den ersten Sozialarbeiter- und Biobauernstaat an der Backe. Das transatlantische Freihandelsabkommen ist eine feine Sache, wenn man es mal mit den Augen eines Optimisten sieht. Ja, nehmen wir doch nur mal die Wachstumshormönle. Durch Wachstumshormönle wird die Kuh oder das Kälble schneller schlachtreif. Wachstumshormönle verkürzen die Dauer des Mästens und damit das Leid von den Tierle. Ja, oder das Chlorhühnle. Da sagen ja viele hierzulande immer noch, I, bäh, Chlorhühnle, weil sie nicht wissen, wie segensreich sich so ein bisschen Chlor auf dem Hühnle auswirken kann. Wenn sie sich an einem schönen Sommertag mit Hunderten von anderen Badegästen im Schwimmbad tummeln, da schlucken sie doch jede Menge Wasser. Da sind sie doch auch froh, dass da jede Menge Chlor drin ist. Ja, sonst hätten sie doch ruckzuck den Fußpilz ihres nächstbesten Schwimmnachbarn am Gaumenzäpfle. Das Chlor ist also unser Freund, deshalb braucht uns auch wegen der amerikanischen Chlorhühnle nicht bange zu sein. Wir wissen inzwischen ja auch, selbst der Genmais wird längst nicht so heiß gegessen, wie er gekocht wird. Und so ein bisschen Eiter-Euter in der Kuhmilch, weil da die Grenzwerte für Kuhkörperzellen von Kühen mit Euterentzündung erhöht oder sogar abgeschafft werden, ist doch kein Grund, gleich den Untergang des Abendlandes zu beschwören. Dazu kann ich nur sagen, was meine Großmutter schon immer gesagt hat: Dreck macht Speck. Und genauso ist es auch mit den Trichinen im Schweinefleisch. Da hat sich der Amerikaner schon früh gesagt: Wegen so ein paar kleine Würmle, da machen wir doch kein Gedöns. Da kommt ein Klacks Barbecue-Sauce drauf. Da schmeckst du keine einzige Trichine mehr. Das ist der American Way auf Lebensmittelhygiene und das ist in Zukunft auch der unsrige. Da können die Öko-Stalinisten noch so sehr Zeter und Modio schreien. Wir haben doch bis heute auch das Coca-Cola überlebt. Der Mensch ist, wie er ist, nämlich robust. Basta.